Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wie versprochen, sind wir wieder in Ferdok auf dem Paiosplatz. Nachdem, ja, das letzte Mal hier an dieser Stelle, also als wir den Hesedetempel betreten wollten, das Spiel abgespielt ist, habe ich alles nochmal machen müssen. Zwei, eineinhalb Mal, weil wir, als ich Jost noch mal aus der Zelle geholt habe, wieder das Spiel abgestürzt ist. Ja, gut. Also, ab in den Hesidetempel. Hoffentlich diesmal ohne Abbruch. Ich habe extra im Bug, da wo wir jetzt gerade angefangen haben, gespeichert. Okay, fängt ja schon mal gut an. Irgendwas mit einer Feuerschale, die nicht geladen werden kann, aber warum das jedes Mal kommt? Verstehe ich nicht ganz. Ihr solltet den Ladebalken sehen. Vor allem, wir waren doch schon im Hesinde-Tempel drin. Mal gucken, crasht das jetzt jedes Mal, wenn wir da rein wollen? Nein. Wahrscheinlich einfach wirklich das Gebiet so neu laden, dass wir aus dem Hauptmenü kommen, hat das Ganze gelöst. Jetzt einen Moment noch kurz. Ich muss wieder auf Fullscreen wechseln. So. Hi Dorian. Bei Hesinde, ich traue meinen Augen nicht. Dies war also das verlorene Wissen, von dem das Orakel sprach. Wahrhaftig, ihr habt das längst verloren geglaubte Buch der Schlange zurückgebracht und somit eine weitere Prüfung des Orakels erfüllt. Lasst uns sogleich sehen, was eure nächste Aufgabe ist. Ja, da lasst uns keine Zeit verlieren, Ehrwürdiger. Auch die zweite Queste wurde erfolgreich bestanden. Und so sei dies die dritte und letzte der drei Prüfungen. Zwischen alten Gemäuern an der Silberfelle Hort wirst du finden des Drachen Auge, still verborgen inmitten blinder Raserei. Was einem anderen an ihm einst verborgen blieb, deines Schicksals Pfad dir offenbaren wird. Die dritte Aufgabe der Drachenqueste erwartet euch. Doch muss ich euch in diesem Falle der Hilfe schuldig bleiben. Ehrwürdiger, was meint ihr damit? Jahrelang habe ich mich in den noch verbliebenen Schriften und Überlieferungen der vergangenen Prüfung des Orakels vertieft, doch diese hier gibt auch mir Rätsel auf, denen mein Wissen nicht gewachsen scheint. Meister Ardath, wisst ihr vielleicht den jüngsten Orakelspruch zu deuten? Sorgt euch nicht, guter Dorian, in diesem Fall weiß ich euch zu erleuchten. Derer von der Silberfelle ist ein altes, traditionsreiches Adelsgeschlecht. Ihr Stammsitz ist die Burg Grimzahn. Einer von ihnen war höchst selbst einmal als Streiter der Drachenpest auserkoren. Bedauerlicherweise sind sämtliche Niederschriften zu diesem Ereignis seinerzeit zusammen mit dem Tempel verbrannt. Es war lange vor eurer Geburt, Dorian. Ich erinnere mich daran, als wäre es erst gestern geschehen. Ich war ein junger Novize und wohnte als Schriftführer unter hitziger Debatte zwischen Großmeister Udolpho und Drachenstreiter Rutgar von den Silberfellen bei. Es ging um die Sicherung eines heiligen Artefakts, welches Rutgar gefunden hatte. Das Auge des Drachen wurde es genannt. Großmeister Udolphos Willen nach sollte das Artefakt in die Obhut des Hesidetempels von Kuslik gelangen.
Doch Rutger weigerte sich. Er war ein endstirniger und verbohrter Mann, doch sein Herz saß am rechten Fleck. Er wollte die Bewachung eines solch mächtigen Artefakts nicht in den Händen von wissensdurstigen Gesindegeweihten geben, sondern es den Soldaten seiner Stammburg anvertrauen. Man einigte sich nach langem Disput darauf, das Artefakt Rutger zu überlassen, unter der Bedingung, dass die Kirche der Hesinde ihm dabei helfen würde, ein Fallsystem zur Sicherung innerhalb der Mauernburg Grimstad zu entwerfen. Seither wird das geheimnisvolle Auge des Drachen durch die Ritter vor den Silberfällen gehütet. Allerdings werdet ihr kein Glück haben, das Auge des Drachen zu bekommen. Seit dem Tode Rutgers übernahm sein Sohn Tralda die Führung der Burg und die Sicherung des Artefakts. Tralda ist das Ebenbild seines Vaters. Genauso stur und dickköpfig lebt er völlig zurückgezogen in seiner Burg. Mit strenger Hand herrscht und hält er nur den nötigsten Kontakt mit dem Grafen. Zumeist über den Diplomaten Gerling. Gerling, Meister Adler, dieser Name sagt mir nichts. Das ist wieder so... Das Problem mit, Drachen sagen vor am Fluss der Zeit. Weil wir kennen Gerling. Wir kennen auch Gerling dadurch, dass wir die Quest von Dilbrak gemacht haben. Da kam Gerling ja und hat uns, das Fässchen abgenommen. Deswegen eigentlich kennen wir Gerling. Das wundert mich nicht im geringsten. Er ist Graf Grovins wichtigster Berater in schwierigen und geheimen diplomatischen Angelegenheiten. Ja, er ist Grovins, Spionagemeister. Ehrlich gesagt mag ich seine Art nicht sonderlich. Hinter all seiner vordringlichen Freundlichkeit scheint trotz allem dessen Verschlagenheit hindurch. Doch ich will euch nicht gegen ihn einnehmen, bevor ihr euch nicht selbst ein Bild machen konntet. Immerhin hält Graf Grovin große Stücke auf ihn. Ja, weil Gerling halt alles damals eingefädelt hat, um die Krone zurückzukriegen. Was wir übernommen haben für ihn. Klingt nach einem sehr beschäftigten Mann. Ihr wisst nicht zufällig, wo man ihn am ehesten in rätseliger Stimmung antreffen könnte. Allerdings weiß ich das. Leider. Ich kreuzte seinen Weg, als er sich gerade zum Zwergviertel aufmachen wollte. Offenbar gibt es Probleme mit dem Felsbeißer, die Wachtruppe, die für das Zwergviertel zuständig ist. Offenbar haben sie das Zwergviertel schon seit geraumer Zeit unter Verschluss. Wenn ihr Glück habt, verhandelt er noch immer mit dem Torwächter am Übergang der Grafenstadt zum Zwergviertel. Hab Dank für euren Rat. Ich mache mich am besten gleich auf den Weg. So. Was ist alles passiert? Das sehen wir hier leider nicht. Aber wir sehen, dass... das hier gerade ein bisschen komisch aussah. Also. Wie ein Schatten. Ja, stimmt, haben wir abgeschlossen. Das verborgene Wissen. Ich kehre zum Hesinde-Tempel zurück. Ja. Das Buch der Schlange hat seinen angestammten Platz im Tempel der Hesinde zurückerhalten. Ja. Das Auge des Drachen. Zu den Zeiten der Drachenqueste begab es sich, dass der junge Ritter Rutger von den Silberfällen eines der mächtigsten Artefakte fand, das in menschliche Hände gelangen sollte. Das Auge des Drachen. Er verwandelte sich in seiner Burg und als er auf dem Sterbebett lag, übergab er diese verantwortungsvolle Aufgabe an seinen Sohn Tralda, der seitdem die seltene Kostbarkeit mit seinem Leben schützt. Ritter Tralda, Herr über Burg Grimzahn, ein Mann voller Ehre und Disziplin, ein hervorragender Kämpfer und Stratege, würde jeden eines Besseren belehren, der meint, das Drachenauge für seine Zwecke missbrauchen zu müssen. Aber jetzt droht eine neue Gefahr, eine Macht, wie selbst Tralda sie noch nie zu spüren bekam, und ihn jetzt unversucht lassen wird, um das Auge des Drachen in ihren Besitz zu bringen. Suche Gerling auf. Gerling kann mir eventuell helfen, an das Drachenauge heranzukommen. Immerhin ist er einer der wenigen, die Tralda ins Vertrauen zieht. Vielleicht verrät er mir ja einen Weg, wie ich Tralda überzeugen kann. Finde das Drachenauge. Das Orakel schickt mich aus, das Auge des Drachen zu finden. Dazu muss ich zur Burg Grimzahn reisen. Und ja, also wir verlassen erstmal den Hesinde-Tempel. Denn jetzt ist es mal der Zeit, Punkte zu verteilen. Hier hat sich nichts getan eigentlich gerade. Okay. Gut, Punkte verteilen. Wir selber haben Schwerter schon auf Max.
Wertstufe 9 alles jetzt erreicht. Alle außer mir, okay. Ganz ehrlich, wir bräuchten den einen Punkt in Charisma wenigstens noch. Das macht unsere Menschenkenntnis und unsere Überreden etwas leichter. So könnten wir Selbstbeherrschung maximieren. Also was ist das Maximum? 19. Also 2 Punkte Selbstbeherrschung. Das auf Maximum bringen. Vielleicht noch 2 Lebenspunkte, ja. Zwergnase brauchen wir, die Schleichen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Die restlichen Punkte halten wir mal zurück. Vorgrim. Zwergnase maximieren. Das da maximieren. 2 Trefferpunkte mehr. Etwas mehr Selbstbeherrschung. Na, vielleicht einen Punkt mehr Mut. Gut. So, Schlösser knacken können wir nicht höher. Betören und Etikette können aber höher. Ein gutes Stück. Gassenwissen. Etwas höher. Na, ein Punkt Gassenwissen reicht. 2 Punkte hier rein. Hier und hier ein bisschen was rein. Und noch mehr Gewandtheit für dich. So. Oh, ich habe bei ihr vergessen, Armbrust zu steigern. Na, egal. Bogen ist Maximum. Wir können noch ein paar mehr Punkte in Speere geben. Ein Punkt in Konstitution bei ihr wäre nicht schlecht. Jeweils hier einen Punkt. Hier einen Punkt. Hier 2 Punkte. Etwas Selbstbeherrschung wäre nicht verkehrt. Ein Punkt im Bogenbau noch. Und 2 Lebenspunkte am besten. So. Zaubermäßig. Balsam und Clarum Purum jeweils eins höher. Gut. Das bin ich. Lass das mal Vorgrim machen. Dann machen wir jetzt sicherheitshalber Quick Save. Deine Schwester ist immer noch nicht wieder da, Hamlock, hä? Nein, und du redest auch nicht wirklich mit uns. Und hier hockt ein Elf, der wohl was zu sagen hat. Laurelin ist mein Name. Wollt ihr euer Talent im Bogenbau vervollkommnen? Ja. Bitte zeigt mir, was ihr mich zu lehren vermögt. Sagt, habt ihr auch etwas zu verkaufen? Gewiss doch, schaut her. Waldläuferhemd, elfische Lederrüstung. Sanja. Wäre besser als das, was sie gerade trägt. Brandpfeile. Steineiche, Wildlederstiefel. Das Waldläuferhemd nicht unbedingt, aber die elfische Lederrüstung wäre echt nicht schlecht. Gewicht 4 Steine, aber Behinderung 0. Ja. Also ja, das Geld haben wir auf jeden Fall. Lederbeinschienen hat sie schon ausgerüstet. Gefittete Wildlederhose. Waldläuferhose. Dann gib noch die Anleitung für die Pfeile her.
Sieht zwar nicht ganz so elegant aus wie die Elfenrobe, aber passt doch besser zu ihr. Meint ihr? Gut. Seid gegrüßt, Entität des Seins.